Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, stellen Sie sich vor, Sie sind eine junge Familie. Schulen und Kitas müssen schließen, Homeoffice, während die Kleinsten herumtoben und die Größeren an mancher Schulaufgabe verzweifeln. Sie geht in Kurzarbeit, er verliert den Job. Wie sollen Sie die nächsten Raten für den Hauskredit bezahlen? Stellen Sie sich vor, Sie bauen sich über Jahre eine Existenz mit einem Hotel auf. Sie beschäftigen 70 Mitarbeiter und verlieren durch den Shutdown fast alle Buchungen. Sie müssen Mitarbeiter entlassen oder in Kurzarbeit schicken. Alles, was Sie mühsam aufgebaut haben, steht vor dem Zusammenbruch. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind Minister dieser Bundesregierung. Sie sehen, Deutschland hat bereits 2 Billionen Euro Schulden. Und jetzt kommt noch aufgrund der fiskalischen Mindereinnahmen und Mehrausgaben 1 Billion obendrauf. Die Schulden explodieren. Über 10 Millionen Bürger dieses Landes gehen in Kurzarbeit. Und was macht Entwicklungsminister Müller? Zusammen mit dem Komiker Eckart von Hirschhausen besucht er das Panda-Gehege im Berliner Zoo, tätschelt einen Plastikpanda und stellt sein neues Taschenbuch vor. Fast täglich haben Sie, Herr Minister, uns in den letzten Wochen mit neuen Ideen und Forderungen in den Tageszeitungen überrascht. 3 Milliarden Euro mehr Geld für das Entwicklungsministerium, 50 Milliarden Euro Stabilisierungskredite und Nothilfen für Afrika und Nahost. Ein Green Deal für Afrika, ein Weltkrisenrat bei der UNO. Und zur Krönung wollen Sie den EU-Schutzschirm von Berlin bis nach Kapstadt ausdehnen. Sie hören richtig. Während der SPD-Parteivorsitzende Borjans noch von Corona-Bonds träumt, ist man bei der CSU mit Minister Müller schon einen Schritt weiter. Hier will man gleich mit deutschem Steuergeld die ganze Welt retten. Während unsere Familien, Arbeitnehmer und Unternehmer den Gürtel enger schnallen, macht Müller den Hosenknopf des deutschen Steuerzahlers so richtig auf. Während Kinder nicht mehr Opa und Oma besuchen dürfen, werben Sie für ein klimaneutrales Allgäu. Während Familien ihre Stromrechnungen nicht mehr bezahlen können, fördert Müllers Ministerium den Bau einer, Zitat, Plus-Energie-Moschee im marokkanischen Dorf Tatmamt. Während Selbstständige um ihre Existenz bangen, machen Sie Livestreams mit Cem Özdemir bei Hashtag CemLive. Während die CSU unter Entwicklungsminister Müller die Grünen längst überflüssig gemacht hat, stehen wir als AfD für die Vernunft und Interessen Deutschlands ein. Wir fordern in unserem Antrag zur Corona-Krise, es darf erstens keine Neuzusagen in der bilateralen Entwicklungshilfe geben. Unnütze Entwicklungsprogramme müssen eingestellt oder zumindest einer sinnvollen Verwendung zugeführt werden. Frei werdende Mittel müssen der Wirtschaftshilfe in Deutschland zugeführt werden. Für ein starkes Deutschland nach der Krise, da braucht es Sparsamkeit, global wie national, und ein Ende des Shutdowns. Meine Damen und Herren, Sie werden demnächst dann hören von den Kollegen der Altparteien, dass wir als AfD jetzt am liebsten die ganze Entwicklungshilfe eindampfen wollen. Wenn Sie es gleich hören werden, das ist unzutreffend. Wir sagen, dass man jetzt in diesen Zeiten auf jeden Fall die Entwicklungshilfe auf 2 Kernbereiche konzentrieren muss. Das ist einmal im Bereich der Gesundheit und Pandemiebewältigung und zum Zweiten in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Daran täte man gut. Was wir seit vielen Jahren hier jetzt erleben können, ist, dass im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit das Budget immer weiter wächst. Seit Amtsantritt dieses Ministers hat es sich mittlerweile mehr als verdoppelt. Jetzt hat man sogar noch die Partnerländer reduziert. Trotzdem soll das Budget weiter anwachsen. Immer nach dem Motto, viel hilft viel. Wir sind nicht der Auffassung, dass in diesem Fall viel hilft. Wir sind eher der Auffassung, dass es gut wäre, wenn man die Mittel entsprechend reduziert. Sie hier zuführt, wo sie wirklich gebraucht werden, in Deutschland, beim Bürger, hier bei unseren Unternehmen. Jetzt muss es auch heißen, als erstes bringt man das eigene Haus in Ordnung, und dann kann man, wenn das eigene Haus in Ordnung ist, auch wieder den Nachbarn helfen. Vielen Dank.
Sachsen-Sewinischen zu überwachen. Während das Pult für den nächsten Redner vorbereitet wird, bitte ich noch mal ausdrücklich, all diejenigen, die an der Beratung teilnehmen, Platz zu nehmen. Und die Abstandsregeln sind auch nicht aufgehalten, wenn ein oder entsprechend außer Kraft gesetzt, wenn ein Gesprächspartner steht und der andere sitzt, sondern wir haben die Abstandsregeln, und das gilt für alle Fraktionen ausnahmslos, auch durch die Kennzeichnung der Stühle, welche frei bleiben sollen, entsprechend hier umgesetzt. Ich bitte also in allen Fraktionen, Gesprächsgrüppchen hinter den Reihen der Fraktionen aufzulösen, den Abstand einzuhalten. Sollte jemand weiter an der Beratung teilnehmen wollen und keinen Platz in den Reihen seiner Fraktion finden, das ist aber offensichtlich im Moment nicht der Fall, haben wir hier oben genügend Plätze, um auch im Plenarsaal den Ausführungen zu folgen. Wir fahren fort in der Debatte. Das Wort hat der Kollege Volkmar Klein für die CDU-CSU.